Willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich habe ja hier oben schon einmal ein längeres Video über die Declar Turbulence gemacht, aber jetzt habe ich sie mir als gebrauchte Uhr tatsächlich zugelegt und zwar in der Variante mit dem grünen Ziffernblatt und der schwarzen Lünette. Ich wollte unbedingt wissen, wie die Uhr sich tatsächlich im Alltag schlägt. Dazu gibt es auch in Kürze das Video Eine Woche am Arm. Ihr kennt das mittlerweile. Vorher wollte ich euch aber diese Uhr noch vorstellen, denn die unterscheidet sich etwas von der Uhr, die ich bereits vorgestellt habe. Es handelt sich um die Variante mit 40 mm Durchmesser, mit dem gehärteten Six-Steel-Gehäuse, dem grün verlaufenden Ziffernblatt sowie der schwarzen Hartstoff-Lünette. Der Sekundenzeiger ist nicht mit Leuchtmasse belegt. Das hat auf der einen Seite den Nachteil, dass die Uhr natürlich dann im Dunkeln keine Funktionskontrolle hat, dafür aber der Fokus alleine auf Stunden- und Minutenzeiger liegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bisher keine Uhr, die so fantastisch nachts ablesbar ist. Die Uhr ist der absolute Knaller nachts. Das zeige ich euch selbstverständlich auch gleich nochmal im Bild. Sie ist super klasse, ich finde sie richtig, richtig gut, aber, und auch das wird in dem eine Woche Video durchkommen, für mich ist es eine Uhr, die mich emotional nicht richtig berührt hat. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, warum. Die Uhr ist funktionell super, sie ist preislich extrem fair, sie ist robust, sie hat eine tolle Größe, sie ist nicht zu schwer, sie ist gut ablesbar, aber trotzdem hat sie mich nicht auf die Art und Weise begeistert, wie das andere Uhren tun, und zwar völlig losgelöst vom Preis. Ich habe an dieser Uhr etwas gemacht, was ich mittlerweile bei vielen meiner Uhren mache, und zwar, das zeige ich euch gerne im Bild, ich habe sie mit Autowachs bearbeitet, und zwar nur das Glas, was dazu führt, dass das Glas super klar ist, keine Fingerabdrücke mehr annimmt, und wenn doch mal ein Tapser drauf ist, lässt er sich ganz, ganz leicht, ohne viel Ärger abwischen. Man könnte jetzt meinen, dass die Uhr deswegen stärker spiegelt, tut sie aber nicht, denn ich habe es im Vorher- und Nachher-Vergleich für mich gemacht und mit anderen Uhren verglichen. Ich sehe keinen Unterschied. Die Turbulenz spiegelt insgesamt relativ stark, aber auch das wird in dem eine Woche-Video nochmal sehr, sehr genau gezeigt werden.
das war jetzt mal ein kurzes Video, nur hands-on. Ich habe eine neue Uhr. Es kommt ein eine Woche Video. Die ganzen genauen Daten zu der Turbulenz habe ich ja in dem Video, was ich hier oben verlinkt habe, schon gezeigt. Und das war jetzt nur das Update zu der grünen, wie sie sich eventuell sogar unterscheidet. Bleibt gesund, freut euch an euren Uhren und freut euch auf eure nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.